tanken? Wer kann auf Ethanol umsteigen? Ich habe Ihnen hier was mitgebracht, liebe Zuschauer, und zwar Gartenabfälle, die ja in der Regel auf dem Kompost landen. Schade eigentlich, denn hieraus lässt sich noch was machen. Schnaps nämlich, naja, nicht zum Trinken, sondern zum Tanken. Die Idee kommt aus Brasilien, weil dort Zuckerrohr wie Unkraut wächst, verwandeln es Raffinerien in einen speziellen Kraftstoff, den man auch Bioethanol nennt. Und der, behaupten Experten, ist der Alternativkraftstoff mit dem größten Potenzial. In Brasilien werden bereits 70% aller Pkw damit betankt, und zwar, weil sie entsprechend umgerüstet wurden. Und das soll künftig auch hierzulande möglich sein. Dieser gebrauchte Alpha ist ein Prototyp. Er ist das erste von 105 Autos in Deutschland, die nachträglich auf Alkoholbetrieb umgerüstet werden. Ein Testlauf. Bis Jahresende soll er abgeschlossen sein. Statt teures Super für 1,40 tankt Günther Dien billiges Bioethanol für 85 Cent den Liter. Für die Umrüstung hat er als Testkunde 690 Euro bezahlt. Ich fahre seit etwa 10.000 Kilometern Ethanol bzw. E85 und ich habe damit durchaus positive Erfahrungen. Das Schöne daran ist, dass ich ein besseres Leistungsspektrum habe. Ich habe den Eindruck, dass das Fahrzeug besser zieht und spritziger ist. Und auf der anderen Seite, ja, der Verbrauch. Der Verbrauch liegt leider um 25% höher. Und statt 11 Liter, was ich normalerweise verbrauche, verbrauche ich bei E85 jetzt 15 Liter. Trotz des Mehrverbrauchs bei den augenblicklichen Spritpreisen spart der Ethanolbetrieb im Vergleich zu Benzin gut 3 Euro je 100 Kilometer. Bereits nach 20.000 Kilometern zahlt sich die Umrüstung aus. Und so funktioniert der Umbau. Bei modernen Autos mit Multipoint-Einspritzung wird jede Benzindüse einzeln elektrisch angesteuert. Für die Ethanolumrüstung werden 4 Zwischenstecker montiert, die mit einem Zusatzsteuergerät verbunden sind. Dieses Gerät sorgt mit veränderter Elektronik dafür, dass länger eingespritzt wird. Das muss sein, weil E85 einen geringeren Energiegehalt hat als Benzin. Bioethanol kann übrigens beliebig mit Benzin gemischt werden. Also einfach mit Super bleifrei nachtanken, wenn mal keine Ethanoltankstelle in der Nähe ist. Problematisch im bisherigen Testverlauf die hochempfindlichen FSI-Direkteinspritzer der VW-Gruppe. Bei der Umrüstung auf Ethanol ist darauf zu achten, dass alle kraftstoffführenden Teile überprüft werden, speziell die Kraftstoffpumpe, da kann sich die Lebensdauer verringern und auch alle Kraftstoffschläuche sind zu überprüfen, da Ethanol eine reinigende Wirkung hat. Ein ganz anderes Problem sind die Tankstellen. Bislang gibt es nur 30 davon in Deutschland. Der Grund, Bioethanol hat keine Lobby, weil die großen Mineralölkonzerne nicht mitspielen. Sie verdienen zu wenig am Biosprit. Deshalb gehört zum E85-Nachrüstkonzept auch eine eigens entwickelte mobile Minitankstelle. Damit können Umrüstbetriebe in Zukunft den Kraftstoff gleich mit anbieten. Im Augenblick lässt der Hersteller des Ethanol-Umrüstsatzes die für die Zulassung nötigen Mustergutachten erstellen. Wir sind exklusiv dabei. Auf einem Prüfstand fährt ein VW Lupo genau definierte Leistungskurven ab. Kaltstart, Stadtverkehr und Überlandfahrt. Und dann die erste Überraschung. Der Lupo fällt beim Abgastest durch. Der Grund? Durch den schlechteren Heizwert von Ethanol läuft unser Vierzylinder im Kaltstartbetrieb schlechter als mit Benzin. Das zu magere Gemisch verhagelt die Schadstoffbilanz. Jetzt wird wohl daran liegen, dass die Abstimmung des Steuergerätes noch nicht 100% korrekt ist. Das heißt, das Steuergerät funktioniert noch nicht optimal mit dem Motor zusammen. Im Verschleißverhalten kann es sein, dass Sie an einzelnen Komponenten leicht höhere Verschleißraten haben. Kraftstoffpumpe, die wird etwas höher im Verschleiß liegen und Sie müssen unter Umständen häufiger Ölwechsel machen. Ansonsten für den Motor gibt es eigentlich dort keine großen Probleme. Jetzt muss der Umrüster nachsitzen. Die neue Steuerelektronik muss für die Warmlaufphase verbessert werden. Neuwagen mit Ethanoltechnik gibt's heute schon ab Werk. Beim Ford Focus kostet sie 300 Euro, beim Saab 9.5 1.000 Euro Aufpreis.